Alle Jahre wieder, so auch in diesem Jahr, lud der Hohnstädter Sportverein Jung und Alt für 2 Tage auf die Sportanlage im Säumepark ein. Zum 70-jährigen Jubiläum des Vereines gab es einen Wechsel im Organisationsteam, mit dem auch viele Neuerungen kamen. So stellten sich in diesem Jahr die einzelnen Abteilungen vor, die letztlich auch zum Mitmachen animierten. Bereits am Freitagabend lud man zum traditionellen Beachvolleyballturnier. Hier konnten sich Freizeitsportler mit den Aktiven aus der Volleyballabteilung messen. Während hier um jeden Ball und Punkt beim 4 gegen 4 gekämpft wurde, gab es für interessierte Radler eine Radtour quer durchs Muldental. Nur einen Tag später, zum Hauptveranstaltungstag, zog es dann unzählige Sportler und Schaulustige nicht nur auf das Grün des Fußballfeldes. Die Abteilung Kegeln öffnete ihre Anlage. Auch hier gingen nicht nur aktive Sportler an den Start. Jung und alt nebeneinander brachten die Kegel förmlich zum Bersten. Auf dem heiligen Rasen fielen zur gleichen Zeit hingegen viele Tore. Im Turniermodus spielten aktive und Freizeitsportler miteinander und jagten dem Runden hinterher. Auf 2 kleinen abgesteckten Plätzen wurden die Ballakrobaten von so manchem Fan angefeuert. Hier stellten sich auch die Hohnstädter Boxer der Herausforderung Fußball und tauschten die Boxhandschuhe mit den Schlappen. Am Rande der Sportanlage im Säumepark zeigte die neue Abteilung Bogenschießen, wie man gezielt einen Treffer landen konnte. Viele der Schaulustigen des Sportfestes brachten dann so manchen Pfeil im Ziel unter. Und so war für Groß und Klein im weiten Rund viel zu erleben. Die Hüpfburg wurde genauso stark frequentiert wie die riesige Dartscheibe. Und wer einmal wissen wollte, wie schnell man einen Ball im Tor unterbringen kann, der hatte die Möglichkeit, beim Torradar seine Schussstärke messen zu lassen. Spaß hat es hier nicht nur den aktuell Aktiven gemacht. So mancher einstige Fußballstar legte sich den Ball noch einmal zurecht. Die Trainer der Abteilung Boxen des HSV luden gleich nebenan zum Schnuppertraining. Erst die Muskulatur erwärmen und dann mit passenden Handschuhen dem Gegner stellen. Natürlich sorgten auch die Mitglieder des Vereines für das leibliche Wohl eines jeden Gastes. Und im großen weißen Festzelt wurde am Abend zum Pfingsttanz gebeten und bestimmt bis weit in die Nacht hinein gefeiert.